Um die Steuererklärung ohne fremde Hilfe erstellen zu können. Das Steuersparset erhalten Sie für 15,95 Euro plus 1,90 Versandkosten, wenn Sie folgende Rufnummer wählen: 01805 578877 oder Sie bestellen im Internet auf unserer Homepage www.mdrumschau.de. Das Untier, Honeckers Hund Flex. Kuriositäten erzählt von den Butlern von Honecker, Mielke und Co. In Super Ilo TV. Gleich in ihrem MDR-Fernsehen. Waldidyll in Thüringen mit Ruinen aus deutscher Geschichte. Hier trifft man nicht selten auf Wanderer, die sich auffällig für den Untergrund interessieren. Sie alle suchen nach Überresten aus dem Dritten Reich. Daraus machen sie auch gar keinen Hehl. Aber Interviews geben sie nicht. Nur einer spricht mit uns. Bedingung: er darf nicht zu erkennen sein. Was hoffen Sie zu finden? Das Bernstein sind wir nicht, aber vielleicht finde ich einen Messerschnitt. Das wäre schon nicht schlecht. Oder ein Papier, die noch vielleicht im Wert liegen. Sie wissen aber, dass das illegal ist. Das weiß ich, das bin ich mir bewusst der Sache. Das ist das Objekt der Begierde. Die Messerschmitt Me-262, das erste einsatzfähige Düsenflugzeug der Welt. Als Hitlers letzte Wunderwaffe sollte sie für den Endsieg fliegen. Unterhalb der Leuchtenburg, nahe dem Städtchen Kahla, wollte man die Me-262 in Serie bauen, in diesem Berg, dem Walpersberg. Der Bombenhagel der Alliierten zwang kurz vor dem Zusammenbruch sämtliche deutsche Kriegsproduktion in den Untergrund. Der Walpersberg sollte komplett untertunnelt werden. Ausgangspunkt waren alte Quarzsandgruben für die Porzellananfertigung, die unter dem Decknamen Lachs seit Mai 1944 zielstrebig erweitert wurden. Innerhalb von 9 Monaten entstand ein gigantisches Stollensystem, vorangetrieben von 15.000 Zwangsarbeitern aus ganz Europa. Sie wurden von dem Rüstungsbetrieb Reimag eingesetzt, eine Abkürzung für Reichsmarschall Hermann Göring. Hitlers Statthalter in Thüringen, Fritz Sauckel, persönlich trieb das Prestigeprojekt voran. Die ersten 17 fertigen Jäger sollen vor Ende des Krieges noch an die Front gegangen sein. Nach dem Krieg wurde die unterirdische Rüstungsfabrik zunächst Beute der Amerikaner und dann der Russen. Halbfertige Maschinen transportierte man ab. Insgesamt 3-mal wurde um den Walpersberg gekämpft. 1944 bei seiner gewaltsamen Erschließung, 1945 bei der Einnahme durch die Amerikaner und heute, 60 Jahre später, findet erneut ein Kampf statt, der um seine Wiedereröffnung. Valerie Brett und Paul Barth wissen um das Elend jener Tage. Die Belgier mussten als Zwangsarbeiter an dem unterirdischen Werk mitarbeiten. Wenn sie heute dessen Überreste besuchen, wird das Leid von damals lebendig. Das tut weh. Ich denke an meine toten Kameraden. Jedes Jahr kommen wir hier und jedes Jahr habe ich Schmerz an das Herz. Dieser Schmerz soll nun aller Welt deutlich gemacht werden. Und mehr. Am Walpersberg seien nicht nur Kriegsverbrechen verübt worden. Er habe auch bergmännisch und flugtechnisch Geschichte geschrieben. Und diese Geschichte müsse endlich aufgearbeitet werden. Dafür streitet er unermüdlich. Der belgische Sergeant-Major Patrick Brion. Ein Ausländer sagt den Deutschen, wie man mit Tabus umgeht. Man kann das Leiden nicht nur von einer Seite sehen. Man muss verstehen, dass die Leute hier, 15.000 Leute hier unterzubringen, sowas zu organisieren, sowas zu bauen innerhalb 9 Monaten, das
bedurfte ein unheimliches Talent an Organisation, das muss man zustehen. Und das möchte ich jetzt nicht hochschrauben oder herunterschrauben. Das war eine Tatsache, dass am Ende des Krieges mit dem Einsatz von totalen Mitteln hier noch sowas auf den Boden gestampft wurde. Und dass diesen Leute, die dafür so gelitten haben, das ist diesen Berg, das ist diese Technik, das ist dieses Flugzeug, das gehört dazu. Wenn ich in meiner Art und Weise dazu beitragen kann, dass die Leute hier vor Ort endlich mit dieser Geschichte zurechtkommen können, dann ist das für mich eine sehr schöne Ehre, würde ich sagen. Solchen Sätzen steht dieser Mann skeptisch gegenüber. Johannes Ternow von der Oberfinanzdirektion Thüringen, dem heutigen Eigentümer der Anlage im Berg. Die Behörde versteht das plötzlich einsetzende öffentliche Interesse nicht. Bisher hatte sie es lediglich mit Schatzsuchern zu tun. Ich wundere mich immer ein bisschen über die neugierigen Buddler, die hoffen, dass sie noch irgendetwas Schönes in diesen Anlagen finden können. Hier ist nichts mehr zu finden. Das ist durch die Zeiten der Geschichte alles weggeräumt worden. Zunächst die Amerikaner, dann die Russen. Dann hat die NVA sicher, wenn überhaupt noch was gewesen wäre, auch weggeräumt. Hier drin ist nichts mehr außer rostigen Nägeln und vielleicht das ein oder andere vergammelte Brett. In Kala ist man zwischen diese Fronten geraten. Fast jeder in der Kleinstadt ist irgendwie mit der Vergangenheit des Berges verbunden. Manche haben in der Reimag mitgearbeitet, andere gaben Bauarbeiter ein Quartier und viele holten sich nach dem Krieg aus dem Berg, was es eben auszuräumen gab. Doch nichts erinnert hier an den geschichtlich belasteten Berg vor der Haustür. Keine Ausstellung, kein Hinweisschild. Er scheint vergessen. Nun aber holt die Historie den Bürgermeister ein. Bernd Leube versucht gerade, den Tourismus in seiner Stadt anzukurbeln. Zum Walpersberg schlagen zwei Herzen in seiner Brust. Ja, zum einen hängt es ein bisschen mit meiner Kindheit zusammen. Wir haben als Kinder dort gespielt und sind in die damals noch offenen Gänge hineingekrabbelt, mit dem Zwirnspfand draußen fest, damit man auch wieder rauskommt, denn da drin ist wirklich fürchterlich dunkel. Und wenn man sich da verirrt, ist man verloren. Und das andere, wir wollen auf keinen Fall ein Kriegsmuseum errichten, wo sich dann Leute in Springerstiefeln hinstellen und sagen, hier sind wir stolz, hier sind wir zu Hause. Das auf keinen Fall, im Gegenteil. Oberhalb der Nachbargemeinde Groß-Eutersdorf befinden sich die Überreste der Reimag. Es sind die Ruinen der ehemaligen Bunkerhallen, die vor den Haupteingängen der Anlage standen. Sie wurden nach dem Krieg von den Russen gesprengt. Ende der 70er Jahre hatte die Nationale Volksarmee der DDR einen Teil des Stollensystems zu einem Munitionslager ausgebaut. Tausende Tonnen sollen im Berg untergebracht gewesen sein. Das beflügelt die Fantasie der Schatzsucher noch mehr. Bis heute zeugen Löcher allerorts im Zaun vom ungebrochenen Interesse. 1990 hatte die Bundeswehr die Anlage übernommen und wenig später aufgelöst. Sie ging als Bundesvermögen an die Oberfinanzdirektion Thüringen. Jetzt, nach dem Abzug aller Wachen, gibt es für die illegalen Gräber kein ernsthaftes Hindernis mehr. Bildmaterial aus DDR-Zeiten existiert nicht. An dieser Stelle zum Beispiel befand sich damals das LKW-große Eingangstor. Es wurde nach der Wende, um niemanden in Versuchung zu führen, einfach zugeschoben. Heute kommt man nur noch an einer Stelle in das unterirdische System. Und die ist schwer gesichert. Heinz Rabe, Bergsachverständiger der Bundesregierung, ist der Einzige, der hier rein und das Objekt kontrollieren darf. Der NVA-Bereich mit hermetisch verriegelbaren Türen und intakt erscheinenden Belüftungsanlagen. Selbst einem Atomkrieg wollte man hier trotzen. Einige Stollen führen durch den gesamten Berg. Und riesige Lagerhallen können selbst von Panzern befahren werden. Die Wände sind mit Spritzbeton gesichert, sogar getüncht. Nur die Stromversorgung wurde gekappt. Noch tiefer im Berg. Die ehemaligen Reimag-Stollen. Hier meist nur nackter Fels. 83 solcher Stollen habe es gegeben. In 26 davon soll die Fertigung der ME-262 bereits angelaufen sein. Hier hatten wir einen illegalen Einstieg. Dieser Stollen führte während der Reimag-Zeit nach Übertage, also zu Tage raus, horizontal.
Die Russen haben dann diese Eingangsbereiche gesprengt. Dort haben sich dann Illegale wieder dran gemacht, haben aufgegraben und sind dann über diesen Verbruch, sagen die Bergleute, also dieses gebrochene Gestein, hier durchgerutscht über ein Loch von vielleicht, was weiß ich, 80 cm Durchmesser und sind dann hier in die Anlage eingestiegen. Und wir haben dann hier unten dieses ganze gegrabene Loch von oben mit einer Betonsuspension verfüllt, sodass niemand mehr hier einsteigen kann. Doch die Nächsten suchen sich wieder einen anderen Weg. Das Unbekannte lockt. Bauschnüre und oft auch nur Graffiti dienen zur Orientierung. Unter den vielen unterirdischen Objekten, die Heinz Rabe verwaltet, ist dieses ein ganz besonderes. Ist nicht das größte, wir haben noch größere. Es ist auch vom Gebirge her nicht das gefährlichste, wir haben gefährlichere. Aber es ist wohl das verrückteste, weil hier die meisten versuchen einzusteigen, illegal alte gesprengte Eingänge aufbrechen, aufgraben und dann hier innen noch Sachen suchen, die aus dieser wirren Kriegszeit stammen, wie das sind. Schriftliche Unterlagen, die teilweise noch hier drin sind, aber total verrottet sind durch die Luftfeuchtigkeit. Teile dieser Jägerproduktion, dieser Me-262-Produktion, die für mich aber Schrott sind. Anderen lacht das Herz, wenn sie so einen Schalter, vergammelten Schalter in der Hand haben. 150.000 Quadratmeter Stollen waren geplant. Entsprechend hoch der Druck auf die Zwangsarbeiter. Einige sind sogar freiwillig gekommen, gelockt von falschen Versprechen wie einem guten Lohn. KZ-Häftlinge soll es hier wenige gegeben haben, aber viel besser waren die Arbeiter auch nicht dran. Manche Quellen sprechen von 1.000, andere von bis zu 6.000 Toten. In einiger Entfernung vom Walpersberg standen ihre Lager. Schon seit DDR-Zeiten finden hier jährlich Gedenkveranstaltungen statt. Die Überlebenden ehren bis heute ihre toten Kameraden. Seit Mitte 2002 scheint ein Mann in belgischer Uniform das Kommando zu führen. Patrick Brion, Mitarbeiter für Public Relations der königlich belgischen Armee. Über eine Inspektion ehemaliger NVA-Anlagen ist er zu Wendezeiten nach Kala gekommen. Hier traf er auf seine Landsleute aus den Gefangenenverbänden und auf die Geschichte der Rheinmark. Seitdem kommt er nicht mehr davon los. Anfangs ohne offizielle Mission seiner Armee, quasi als Einzelkämpfer, streitet er für die Wiedereröffnung des Walpersberges. Darin soll eine unterirdische Gedenkstätte mit einem Museum entstehen. Die Veteranen unterstützen die Idee. Paul Barth, Vorsitzender des belgischen Gefangenenverbandes, hat den Alltag damals noch genau vor Augen. Wir arbeiten unten im Walpersberg. Wir mussten jeden Tag mit 7 Leuten Stollen machen. 12 Stunden per Tag, pro Tag. Und dann bekamen wir 1/4 Liter Suppe von Kohlrüben und 200 Gramm Brot, schlechte Qualität. Und wenn man nicht genug arbeitet, dann bekam man eine halbe Portion. Wenn man krank war, eine halbe Portion. Das war mit einem Tag- und Nachthunger. Das war das große Problem. Für die Gestaltung des Museums gibt es ganz konkrete Pläne. Diese Gedenkstätte wird all diesen Aspekten, die Zwangsarbeit, die Technikgeschichte, die Luftaufklärung um den Walpersberg, auch die historische und militärhistorische Geschichte, gehört dazu. Es gibt so viele Facetten und Aspekten, dass wir zeigen können. Und was Sie hier sehen, ist nur ein Bruchteil von was wir bisher schon zusammengefunden haben. Anfang 2003 sammelt er all die Hobbyhistoriker und Schatzsucher um sich und gründet mit ihnen den Verein Rheinmark e.V. Die ehemals belächelten, Tabubrecher und Illegalen sind nun offizielle Vereinsmitglieder und ihre Funde und Beutestücke öffentliches Archivmaterial. Niemand weist sie mehr ab. Das sind Zwangsarbeiter, die das gemacht haben. Der Grund haben wir lange nicht gewusst, wofür, bis wir dann in Unterlagen bezüglich zum ehemaligen Gauleiter Sokol ausgefunden haben, dass das von Putzfrauen gemacht werden musste und dass die Leute das gemacht haben. Man kann das schön hier hinten sehen. Hier gibt es noch Aluminiumteile. Das ist das gleiche wie diesen Aluminium. Das heißt, das sind Sachen hergestellt, nicht technische Sachen, sondern reine persönliche Sachen. Warum es dargestellt wurden, wissen wir auch noch nicht so ganz genau. Aber für mich sind diese Sachen weitaus viel wertvoller.
Die offizielle Geschichtsschreibung hat bisher einen großen Bogen um den Walpersberg gemacht. Nur ein paar Schriftsteller probierten sich aus. Umso mehr fühlt sich die Runde herausgefordert. Von denen, die immer noch heimlich graben, kann man sich nun leicht distanzieren. Den Schatzsuchern kann man vorwerfen, dass die Sachen, die die Leute finden, teils durch Sondengänge, teils durch Suchen, halt im Privatbereich verscherbelt werden. Die landen niemals in einem Museum und das ist eigentlich Schurpflicht. Also wir unterscheiden uns dadurch, dass wir die Sachen wirklich in ein Museum packen wollen und wollen uns da nicht eine goldene Nase damit verdienen. Karl-Heinz Bock ist eines der engagiertesten Vereinsmitglieder. 1996 kaufte er sich ein altes Haus und stellte fest, dass es zu Reimag-Zeiten gebaut wurde. Seither steckt er jede freie Minute in die Erforschung seiner Geschichte. Es entstand im Spätsommer 1944 und wurde niemals ganz fertiggestellt. Habe Inschriften an der Hauswand gefunden von Italienern, Inschriften von Russen. Und an jeder dieser Inschrift hängt ja auch irgendein Schicksal dran. Und ich denke, dass an dem Haus eine ganze Menge Blut klebt, wie an diesem ganzen Berg. Und daher kamen eigentlich die Emotionen von meiner Seite her. Ich wollte, dass das nicht in Vergessenheit gerät. Der Berg ist seit Jahren zu, es passiert nichts und das kann einfach nicht sein. Es waren 15.000 Leute hier, Zwangsarbeiter. Das darf man und das wollen wir einfach auch nicht vergessen. Nach langem Drängen öffnet die Oberfinanzdirektion den Berg. Seit Februar 2003 darf der Verein nun ab und an für Forschungszwecke hinein. Diese Sondergenehmigung nutzen Dutzende Enthusiasten. Schnell haben sie den bekannten Teil hinter sich gelassen. Gehen wir jetzt eigentlich hin, dass das unterschätzt ist? Das war erneut eine Absprechung zwischen dem NVA-Bereich und dem Altbaubereich. Und dem Stollen, wo wir jetzt hingehen, ist ein Stollenbereich, wo noch ziemlich viele Unterlagen liegen. In den großen Hallen sollten die Düsenjäger montiert werden. Selbst so tief im Berg haben die Schatzräuber ihre Spuren hinterlassen. Und da sind immer wieder auch Abbruchstellen. Das ist ein gutes Beispiel für die Gefährlichkeit dieses Berges und ein Hinweis an illegale Besucher an diesem Berg. Wenn hier so ein Teil runterkommt, dann hat sich das erledigt mit dem. Den findet kein Schwein hier, da kommt er nicht mehr raus. Sanitäter kommen hier nicht ran, es kommt kein Krankenwagen ran. Also es muss jeder mit sich selbst ausmachen, ob er hier sein Leben im Berg lassen möchte. Begehbar sollen insgesamt 35 Kilometer sein. Die dunklen Schraffuren auf der Karte sind inzwischen erforscht. In einigen Bereichen aber ist seit 60 Jahren nie wieder jemand gewesen. Je tiefer sie vordringen, umso dünner wird die Luft. Radon und Spurenbelastung steigen. Endlich finden sie die alten Personallisten. Teilweise sind sogar noch Namen entzifferbar. Vorname, siehst du auch noch irgendwas hier vorne, siehst du? Das ist der Vorname. Nadja, ist eine Frau. Und das ist natürlich wieder ein Einzelschicksal hier, diesen Bobik Nadja.
dass ich hier gewiss, wenn ich in Uniform hier bin, auch mein Land und meine Armee also hier ausstrahlen möchte. Und es ist ja nicht, dass ich davon Missbrauch machen möchte, aber es ist ein Vorteil, dass ich auch gegenüber unseren Behörden Rechenschaft abzulegen habe. Inzwischen wird der Berg recht häufig besucht. Seit Herbst 2003 verhandeln die Oberfinanzdirektion und Stadtväter von Kahla über die Trägerschaft. Sie wittern die Kostenfalle und wollen eindeutige Zusagen vom Bund. Doch die Zeit drängt. Im Mai 2004 soll der 60. Jahrestag der Rheinmark hier begangen werden. Mit zunehmender Öffentlichkeit scheint auch die Neugier an den Stollen gebannt. Die Zahl der illegalen Grabungen ging drastisch zurück. So verstreicht die Zeit. Auch im Winter 2004 gibt es in Sachen Trägerschaft noch keine Entscheidung. Patrick Briand fährt weiter jedes freie Wochenende 700 Kilometer von Belgien nach Kahla. Er hat inzwischen die Rückendeckung seines Verteidigungsministers. Und dieser Kampf ist seine Lebensaufgabe geworden. Es gibt Tage, dann habe ich echt Lust, das Ganze hinzuschmeißen, weil es hat so einen Einfluss auch auf ein Privatleben, auf ein Familienleben. Meine Kinder haben auch am Anfang gesagt, oh, du fährst immer nach Kahla zur Heimat, und bis sie dann mal auch mit waren und das dann auch letztendlich verstanden haben. Und ich glaube, der wichtigste Motivation ist eigentlich zu sagen können, zusammen mit den Leuten vor Ort, mit diesen Vereinen, mit den Behörden, mit der Bürger aus Kahla und der Umgebung, dass wir sagen, guck, wir haben das hier gemeinsam geschafft, ohne große Mittel, ohne großen Aufwand, aber mit einem Enthusiasmus und einem Engagement. Und wenn das alles so fertiggestellt wird, dann ist das, glaube ich, die schönste Belohnung, dass man sich überhaupt wünschen kann. Und wie soll ich sagen, das Gesichter und diese Gefühle, dass man dann, und Dankbarkeit, dass man dann bekommt von den Zwangsarbeitern, das haben wir im Mai schon gehabt, das ist tausendmal den ganzen Einsatz wert. Weil noch aber stehen seine Visionen gegen den Realismus des Experten Johannes Tarnow. Man wird eine kleine Dauerausstellung möglicherweise im Eingangsbereich durchaus unterbringen können. Ich kann mir nicht vorstellen im Sinne eines Museums. Im Sinne eines Museums, was Tagesbesucher hätte, wären sehr große Aufwendungen notwendig. Das im Laufe der nächsten Jahrzehnte mal eintritt. Dafür gibt es aber sicher geeignete andere Stellen, wo man so etwas unterbringen kann. Die Leute am Walpersberg machen es sich nicht leichter und nicht schwerer als anderswo in Deutschland, braune Geschichte aufzuarbeiten. Dass ein unbelasteter Ausländer dabei hilft, muss nicht.